Okay. Ich hab schon, wenn du soweit bist, repariere ich ihn. Okay. Wollen wir das wirklich? Naja. Okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Skeks! Und er schießt drauf. Und ist ein Nahkämpfer. Hat schon seinen Sinn. Kombination Schrotflinte in Nahkampf ist gar nicht mal so schlecht. Gut, wer hätte es für möglich gehalten? Wir sehen uns gleich. Schon besser als Snipergewehr in Nahkampf, würde ich mal sagen. Ja, das auf alle Fälle. Obwohl es dann Borderlands 2 auch ein Schafel gibt. Aber ja. Okay, Da freue ich mich schon. Na, Borderlands 2, da können sich viele drauf freuen. Teil 1 ist wirklich ein super Spiel, in allen Belangen, wie ich finde. Aber... Und es ist selten, dass es ein Nachfolger, ein Teil 2, schafft, überhaupt an Teil 1 ranzukommen, wenn es ein gutes Spiel war. Aber Borderlands 2 schafft es tatsächlich, Teil 1, was sowieso schon gut war, in jeder Hinsicht zu übertrumpfen. Das ist einfach Wahnsinn. Aber, ja, das auf alle. Aber dazu kommen wir noch. Wir wollen ja erstmal die Vorgeschichte erleben. Naja, so kann man das ja jetzt wiederum auch nicht sagen, die Vorgeschichte. Ja, doch schon. In der Timeline fängt es mit Borderlands 1 an. Ach, das ist das Prequel? Das Pre-Sequel spielt zwischen 1 und 2. Genau. Ah, okay. Ich war der Meinung, das ist jetzt nochmal davor. Ja, gut, da macht ja Sinn. Was ist bei Dr. Z abliefern oder bei. Ja. Ah, okay. Wieso willst du Schmerz? Energiekoppler. Entschuldigung, masochistisch und so. Ah. Man kann ja nichts dafür. Was glaubst du, wie schlimm das ist, im Internet nach Schlägen zu suchen? Suche jemanden, der mich schlägt. Passt. Ah, das ist gar kein Problem. Warte mal, ich habe kein Problem. Film, ich schicke mal meine Freundin vorbei. Jawohl. Ich kann es mal kurz fragen, wenn es wieder da ist. Die kennt sich ja mittlerweile aus. Die hat lange Erfahrung sammeln können. Ja, aber ich. Die Skeks übrigens, wenn die ihr Maul aufmachen, kriegt man kritische Treffer. Kann man schön Blei reinfüllen. Ist wie bei der Tankstelle. Da ist noch einer, ich wollte gerade sagen. Okay, ich bin schon mittlerweile Level 3, aber ich glaube, derzeit können wir noch nicht skillen, oder? Nee, ich glaube, okay. Ich glaube, es ist 4 oder 5. Würde ich zeigen, das ist übrigens der Skill Tree. Wir haben 3 Bäume und eine Spezialfähigkeit, wie man sowieso immer macht. Und ansonsten, ja, Inventar. Slots. Also Leute, die Borderlands 2 nur kennen, es ist sehr, sehr ähnlich. Und hier gibt es direkt Waffenskills, die man verbessert, wenn man die Waffe länger benutzt. Da steht dann später, was für Boni man bekommt. Hast du das Ding schon? Ja. Nimmst mir die ganze Arbeit ab. Gut, ich bin ja auch so, auch von der reinen Statur und vom Aussehen her die Frau von uns beiden. Deswegen laufe ich lieber hinterher. Lass mir die Türen aufmachen. Lässt sie doch die Zähne rasieren, gell, nebenher. Und die Zunge auch. Ja, absolut. Das gehört ja dazu, ne? Ja, aber beim Abgeben warte ich. Ein Schild kaufen, wunderbar. Ansonsten aus dem Tagesangebot. Ach, es gibt noch andere. Aber ich glaube, das ist der beste. Ja, nehmen wir den. Und im Übrigen, das ist etwas, das fällt in Teil 2 auch weg. Danke. Hier haben die Schilde noch Gesundheitsregeneration. Das ist göttlich. Zu verkaufen, dass du nicht mehr brauchst, also die meisten zumindest. Dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. In der Tat. Okay. Ja, Erste-Hilfe-Kit. Können wir mal eins machen, aber die braucht man eher seltener. Vor allem, wenn man ein Schild hat, das Gesundheit regeneriert langsam. Das ist sehr langsam. Ja, sehr langsam. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Ninetoes hilfst. Okay. Okay, dann essen wir mal ein bisschen Alles Toast. Klar, dann gehe ich mal in eine völlig andere Richtung. Geh nach Pandora, haben sie gesagt. Dort hast du deine Ruhe, haben sie gesagt. Das ist ein tolles Urlaubsort, haben sie gesagt. Ja. Das ist mir immer noch irgendwie zu empfindlich. Na egal. Du bist ein sehr empfindlicher Mensch. Ah ja, stimmt. Es tut mir leid, Schätzchen. Wenn du danach das Bad sauber machst, ist mir alles egal, dann darfst du machen, was du willst. Achso, da oben war das, glaube ich, oder? Hm.
Du, damit habe ich ziemlich geringe Probleme. Ich nutze es hin und wieder aus, dass andere Leute einen gewissen Ekel haben. Ich habe nämlich vor kurzem auch mal eine Vereinbarung getroffen. Ich mache nur das Bad. Der anderejenige macht den gesamten Rest. Und der Freund war damit einverstanden. Denke ich mir, alles klar, danke. Gerne doch. Waffe ist halt ein bisschen langsam. Also ich freue mich schon auf das nächste Scharfschützengewehr. Dann geht's ab. Ich muss die Fähigkeit nochmal runterstellen. Im Übrigen, sagt mir auch bitte Bescheid, weil ich habe jetzt lange beim Sound rumgefummelt. Nicht nur am Kabus, sondern auch am Sound. Wow. Fummeln. Sag mal. Ja, wo kommt ihr denn her? Aus dem Haus, bitte sehr. So, jetzt aber. Ja, jetzt haut's hin. Besser. Arrrr, der hat ein bisschen Schild. Na, mit der Schrotflinte, ganz genau. Und man sieht hier, auf Pandora sind auch natürlich Banditen unterwegs. Ist ja wie gesagt eine ziemlich heruntergekommene Welt, haben sich da mehrere Banditen-Clans quasi gebildet. Es gibt jede Menge Fauna und Flora-Einheimische, wie diese Skeks, die uns an die Unterwäsche wollen. Ich hätte mir dann vielleicht doch mal frische Unterwäsche anziehen sollen, hä? Ja, hätte was. Obwohl das ein ganz guter Vergewaltigerschutz ist. Was? Das finde ich ein bisschen blöd, wenn man sich halt eine Waffe dann aufnimmt, dass der die gleich austauscht unter Umständen. Das nur, wenn du die Taste gedrückt hältst länger für Waffe aufnehmen. Dann rüstest du die automatisch aus. So zumindest meine Erinnerung an Teil 2. Was ist denn das? Okay. Oh! Große Waffenkiste. Ah, Hallöchen, eine neue Schrotflinte. Die ist, man sieht übrigens auch das Vergleichsfenster, die ist in allen Belangen besser als meine, außer vielleicht in der Feuerrate. Sehr schön. Die Pistole. Nö. Kannst du haben. Was für ein Schrott. Kabus kannst du haben. Ja. Aber es hat Macht im Namen. Und aufhaltbar. Ja. Skeks, ich schieße einfach mal drauf. Warum? Hier gibt's wenig Bäume, aber egal. Weil du es kannst. Boom. Hey, ja, die Genauigkeit ist auch ein bisschen netter von dieser Schrotflinte. Und auch die Kimme und Korn ist besser. Auch Lust auf den Korn? Ja, natürlich, immer doch. Ja, Banditen sind getötet. Wir können eigentlich abliefern, aber ja, hin und wieder noch ein bisschen mehr zu killen für Erfahrung und so. Wir sind jung. Wir brauchen die Eben. XP. Wir brauchen das Ganze. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass er auch tot ist. Wer gibt dir was? Nee. Ich wollte nur mal eine andere Waffe gerade noch haben. Ah ja, übrigens, weil ich es noch sagen wollte. Sag mir Bescheid, ob, wie gesagt, wie ihr den Sound findet, ob ihr findet, dass es so in Ordnung geht, oder ob das Spiel lauter sein soll oder wir. Und natürlich auch Untertitel, ob ihr es okay findet. Ich habe es jetzt halt mal angeschaltet, weil mir die Stimmen der Charaktere doch ein bisschen leise sind. Ja. Könnt ihr mal sagen, also, ob es euch nervt oder nicht. Normalerweise, ja, geht's doch, oder? Kabu, soll ich ihn abschalten, soll ich ihn drin lassen? Einfach muten. Let's play together mit Kabu, aber ich habe ihn gemutet, das tut mir leid. Genau. Hey, das hätte aber mal Style, ne? Das hätte echt mal Style, dann herzugeben und sagen, du, ich habe mir das Video angehört, ich bin ja gemutet. Es war ja auch nie die Rede, dass ich dich laut drin lasse. Wo es ein bisschen komisch ist, wenn ich mit dir rede und man hört dich nicht. Kommt so vor. Na ja, gut, wenn man als Let's Player sagt, das hört sich an, als wenn ich Selbstgespräche führe. Als Let's Player führt man immer Selbstgespräche, eigentlich. Im rein psychologischen Sinne. So gesehen, ja. Okay. TK Baha sollen wir treffen. Ist das nicht toll? Okay. Ja, du musst... Übrigens, die Karte habe ich bis jetzt noch gar nicht gezeigt. Wir sind... das ist ja richtig komisch mit der Kartennavigation. Okay, jetzt geht's. Okay, ich bin es gewohnt, dass ich die Karte so... Na, egal. Hier sind wir. Hier ist der Startpunkt gewesen. Hier haben wir gestartet. Dort ist Firestone, die erste Stadt, die wir haben. Und da unten müssen wir hin, zu TK Baha. Da vorne haben wir die paar Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange wollen wir jetzt machen bei der ersten Aufnahme. Einfach mal schauen. Ja, das liegt ja an dir. Ich hab Zeit bis Ultimo.
Spielen wir es an einem Rutsch durch. Naja, rein das ist übrigens die nächste Frage. Weil wir machen eigentlich Borderlands 1 hauptsächlich, um auf Borderlands 2 vorzubereiten. Aber wollt ihr noch die DLCs sehen? Es gibt zum ersten Teil noch Bonusinhalte. DLCs und so solche Späße. Wollt ihr das sehen? Oder wollen wir gleich mit Borderlands 2 weitermachen und uns mehr darauf konzentrieren? Das könnt ihr ein bisschen entscheiden. Man kann mal gucken, wie es ankommt und was ihr haben wollt. Ich glaube, hier bin ich falsch, weil hier geht's zu diesem anderen Typen da. Ja, das könnte falsch sein. Da lang. Das ist total falsch. Warum läufst du mir auch hinterher? Ja, weil du naja, man soll einer Frau immer folgen. Ich bin der mit der Aufnahme. Du weißt doch, wo es geht. Ich bin der mit der Aufnahme. Denkst du wirklich, ich habe einen Plan? Hast du jemals einen Plan? Guter Konter. Tor. Ach Gott. Touché. Das war's, wir sind tot. Ja. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass sämtliche Charaktere, die man trifft, leicht verstrahlt sind. Und sehr, sehr stark überzeichnet. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Der ist meines Wissens nach entweder komplett blind oder sehr, sehr, sehr stark blind. Irgendwie so. Und ein bisschen bekloppt. Und hat kein Bein mehr und überhaupt. Stimmt. Ist dir das nie aufgefallen? Nein, niemals. Vor allem, weil wir ja eine Quest sind. Lalala. Alles klar. Ich wollte schon gerade sagen, spätestens da hätte es dir eigentlich auffallen sollen. Wir sehen uns dann später, ja? Ja. Oh. Okay. Ach so, das ist ein Gag. Ah, okay, ich wollte schon gerade sagen, nicht, dass in der Luft schon kommt. Aber die kommen nein, später. Nein. Yay. Money, money, money. Money, money. Sammelst du für money, uns honey. Wieder Geld ein? Oh, sehr schön. Ja, für unsere Haushaltskasse. Ah, sehr schön. Wenn wir wieder in einen tollen Urlaub fahren können. Pandora war ja nicht sowas. Ja. Oh. War genau. Wieso habe ich so im Kopf, dass hier noch irgendwas war mal? Egal. Ich dachte, vielleicht war irgendwas versteckt. Ja, irgendwo war hier aber auch, glaube ich, was Großes. Als nächstes sollen wir gestohlene Vorräte sammeln. Ja. Wir sollen gestohlene Vorräte sammeln? Also sollen wir sie von demjenigen stehlen, der sie gestohlen hat? Naja, wenn wir die gestohlenen, die wir dann stehlen, dem Warenbesitzer zurückbringen, ist das eigentlich ein schöner Kreislauf. Außer wir nehmen es wieder mit. Also er hat ja, selbst mal gestohlen irgendwann. Dann. Diese philosophischen Fragen. Absolut. Sein oder nicht sein? Ich tippe mal auf nicht sein. Das waren sie, die gestohlenen Vorräte. Die Skags zumindest haben sie gestohlen. Ja gut, gefressen. Das ist übrigens, das Lustige ist ja, wenn man diese Haufen durchwühlt, findet man ja oft Munition. Das ist so in der Borderlands-Geschichte so erklärt und geregelt, dass die Skags Sachen, also jede Menge fressen. Aber Waffen und Munition und so Späße können sie nicht richtig verdauen. Und dementsprechend wird es wieder ausgeschieden. Und dementsprechend in den Ausscheidungshaufen von denen findet man denn dementsprechend Waffen, Munition. Ja. Macht ja auch Sinn, oder? Wenn sie dann so einen Reißenden auffressen, dass dann ein bisschen was überbleibt. Nicht alles verdaut wird. Will ich es wagen? Ja, der Nahkampfschaden könnte noch besser sein, aber okay. Habe noch gar nichts geskillt. Noch keine Granaten. Alles ist doof. Und dann stirbt gleich, weil er sich mit so vielen Leuten anliegt. Mein Schild ist doch noch nicht mal unten. Psst. Das sind die Leute doch nicht. Da läuft am Fleisch vorbei. Dafür war ich aber. Ich habe ja auch eins eingesammelt. Echt? Oh, eine riesen Rampe. Oh, schön. Warum die wohl hier steht? Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Als ob man denn Spiel Autos fahren könnte. Bist du verrückt? Da willst du da etwa etwas andeuten? Also, das geht doch gar nicht. Wo ich es auch ziemlich lustig fand, eins der allerersten Let's Plays, die ich jemals geschaut habe auf YouTube, war ein Borderlands 1 Let's Play. Und da haben die beiden, die das gespielt haben, auch ständig so getan,
Wo es sehr, sehr offensichtlich war, dass es nicht blind ist, aber die haben so spaßenshalber die ganze Zeit so getan, als wäre das blind. Und bei jedem Mist, der irgendwie war, Menschenskind, das sind ja tolle Autos, kann man damit auch mal fahren? Oh, da ist gerade einer despawned. Hm? Hallo, mein Freund, ich habe eine tolle Medizin für dich. Ach, da hinten, ein Killerbandit. Angriff das der Killerbanditen. Voll der Killer, ne? Hm. Sag mal, da hält er was aus. Was fällt dir ein? Stirb. Dafür. Oh, jetzt kommt der Nächste. Dafür, dass du nicht sofort gestorben bist, verurteile ich dich zum Tode. Das Urteil wird sofort gerichtet. Yay. Sag mal, die vermehren sich da hinten. Ja. Sollten wir auch mal anfangen. Wir müssen auch unsere Minions losschicken. Ja. Oh. Okay. Diese Waffe. 2 Stunden nachladen. Habu. Ja, Schatzi. Ich hab so die Befürchtung, wir müssen die Vorräte bei... Oh! Bei TGBA abliefern. Mensch! Das ist aber jetzt mal was Wunderliches, dass man eine Quest bei dem abgibt, bei dem man sie bekommen hat. Also eine Sammelquest zumindest. Ich bitte dich. Das sind doch nur Gerüchte. Das ist also die Arbeit echt. Das läufst du mir auch hinterher. Keck, oder? Nö. Nein? Dein Glück? Ich schieße nur aufs Keck. Yay. Hast du Granaten? Oh. Yay. Nein. Hast du meine Granate? Oh je. Gut gemacht. Dank dir habe ich beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Ach, ist viel. Das kann ich auch. Kannst du das? Naja, nicht ganz, aber ein bisschen. Ein bisschen Liebe. Oh mein Gott. Ja, muss ich schon fast ein Zitat von The Pre-Sequel reinwerfen. Hey, das kann ich auch. Naja, so ziemlich. Na gut, eigentlich nicht. Oh oh. Dort gibt's ja einen Claptrap als spielbaren Charakter. Das ist sein Spruch. Oh Gott, nein. Was willst du? Ach so. Was willst du? Spuck's aus. Ich will Granaten. Ich soll eine Granate ausspucken? Alles klar. Wo ist der Waffenladen hier? Hier war's. Ich versuch's gerade mal so aus dem Kopf raus. Ich glaube, das war richtig. Da drüben. Ach, Utzen. Ja. Oh, eine Sniper für dich. Man sieht, es gibt hier verschiedene Elemente. Feuerwaffen sind gegen nackte Haut, wie es so schön steht. Es ist nicht so, dass jetzt komplett nackte Gegner hier rumlaufen, aber Leute ohne Panzerung und Schilde, da sind die. Und weg ist er. SMG. Eine neue Shotgun. Vergleichen. Was habe ich denn für eine? Moment, das ist nur in meinem Rucksack. Du musst mindestens Level 7 haben, um diese Waffe zu benutzen. Bla bla bla. Geld. Ich sehe schon, da habe ich nicht mehr genug Geld für Granaten und dann schaffe ich die Quest nicht. Wow, hier ist eine gute Jacobs Sniper. 79 Schaden. Jetzt hast du die andere aber schon gekauft. Mensch. Naja, gut. Ich mache meine SMG mit. Aber die andere hat halt Feuerschaden. Ja, okay. Hat die jetzt nicht. Die hat da nur einen einfachen Waffenzoom, also. Nun ja. Wieso habe ich so das Gefühl, dass es die... Na egal. Zack. Ne, SMG, das wird ja auch mal sehen. Die sind toll. Boah, ich habe schon fast keine Munition mehr. Scheiße. Ja, du kriegst ja anfangs, wenn du so eine Waffe holst, keine Munition dazu, ne? Aber hier ist SMG-Munition drin in der Kiste. Ich lasse die mal für dich, weil ich habe ja keine SMG. Habe ich schon welche gekauft. Deswegen macht man zuerst immer Kisten auf. Der nächste halt. Ich hab Granaten. Hier schon wieder offensichtlich für alle versucht, mich rumzukriegen. So, okay. Das Lustige ist, die Waffe heißt Swatter. Das heißt, mit der Waffe kann man irgendwo anrufen, um einen Livestreamer zu swatten. Oh, hast du das mitgekriegt? Der ist hier jetzt mit dem Typen, der verurteilt worden ist? Ja. 5 Jahre! Yay. Wo müssen wir eigentlich hin?
Na, wo wohl? Ah! Ja, es hätte ja sein können, dass wir uns jetzt woanders da was abholen dürfen. Hauptsache, Hauptsache dein Wut lockt. Nö, ich wollte ihn eigentlich also, mit der Genauigkeit. Ich glaube, ich muss doch lieber ein Feuer stößen. Ach, weißt du was? Geht nicht über die tolle Schroti. Ach, du grüne Neune. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich hab's ja kapiert. Sagt er und schießt trotzdem mit der SMG weiter. Die Pistole ist crap. Naja, kann man notfalls aber noch verkaufen. Am Anfang haben wir eben noch nicht das Geld. Auch wenn wir jung sind. Naja, wahrscheinlich gerade weil wir jung sind. Ah, ja. Ich war jung, habe das Geld gebraucht. Wirklich. Da hinten ist er. Da, die Richtung. Folge mir, ich kenne den Weg. Mir nach, ich folge euch. Genau.